Ihr wolltet ja immer schon mal sehen, wie ich die wunderbaren Lilifee-Muffins mache. Also solltet ihr unbedingt reinschauen. Es war ein Erfolg. So, wir machen heute Lilifee-Muffins. Mein kaputtes Messer ist am Start. Eier habe ich, Milch und ja, das ist so meine Küche. Ist ein bisschen älter. Und ihr habt euch ja mal gefragt, warum der Herd so allein in der Ecke steht. Schaut, da ist der, weil da oben ist nämlich der Abzugding. Das muss da hinkommen, ja. Der ist nicht einsam, dem geht's gut. Und der Kühlschrank ist da. Ich habe sogar so ein Mixding gefunden. Ich hoffe, das funktioniert, weil das ist ja alles so ein bisschen, keine Ahnung. Förmchen auf ein Backblech stellen, Backofen vorheizen, 180 Grad. So sieht das aus. Krieg ich hier. Wichtig ist, ihr müsst bedenken, ich mache das alles einarmig, deswegen, weil ich ja das Handy halten muss. So, Förmchen. Keine Förmchen. Dinger. Förmchen. Hä? Sind wir da drin? Okay, Förmchen gefunden und da sind sogar Lilifee-Sticker drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Alles klar, dann in den Ofen rein. Förmchen sind drin und ich habe mich nur leicht verbrannt und ich habe mich gefragt, warum ich das nicht ganz rausgezogen habe. Nächster Schritt. Mische Backmischung vom Teig in Rührmasse. Backmischung für den Teig. Rührschüssel geben, Ei, Milch und Öl hinzufügen. Klingt gut. Okay, Schüssel. Einarmiges Ei. Hier, Ei. So. Boah, das ist voll gut reingekommen. Jetzt Milch. Einarmige Milch. Oh! Okay, dann Backmischung rein. Boah, ist das viel. Das kriege ich einarmig gar nicht alles da rein. Aber okay, ihr stellt euch jetzt vor, ich mache den Rest auch noch einarmig rein. Dann Milch, das hier sind 500 Milliliter. Keine Ahnung, halt so ein bisschen, ne? Könnte das 500, 175 sein? Ach, ich kann ja immer noch ein bisschen nachkippen. Oh fuck, ich habe das Öl vergessen. Teig sofort. Mit Hilfe von 2 Löffeln. Okay. So. Es quietscht und es rattert. Aber ich. Falsche Richtung. So. Mal gucken. Ja, ne? Hm. Ja, aber kann man essen? So, ich habe noch ein bisschen Milch reingekippt. Dann Rührdingens. Warum quietscht das so? Das hört sich nicht so gut an. Das wird schon. Das hört sich voll ungesund an. Hilfe! Wie soll ich denn jetzt... das kleckert jetzt. Moment. Ich muss... Dann mische ich das nicht, dass ihr... Aha, verdammt. Nein. So, okay. Und jetzt... So. Das ist jetzt genau da drunter. Perfekt. So, und jetzt kann ich das hier nehmen. Dann müssen wir das irgendwie... da reinkriegen. Das schaff ich doch niemals. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So. Das sieht doch jetzt eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Minimal schief und krumm. Und da ich mich andauernd jetzt verbrannt habe, nehme ich jetzt mal meinen Handschuh und schiebe das jetzt hier rein. Ignoriert meine Handschuhe. Okay, los geht's. So, 20 Minuten die Muffins vom Black nehmen und
Glasieren. Glasieren, eine kleine Schale geben, Wasser nach und zufällig so eine dicke Glasur verrühren. Verrühren oder soll ich auch so einen Mixer reinhauen? Ach, das geht schon. Glasurmischung in eine kleine. Oh, Scheiße. Ach, egal, rein damit. Jetzt. Scheiße, mein Handy hat gar nicht einen Akku mehr. Hä, das ist doch nur Mehl. Ach, egal. Rein damit. Hä, wie das einfach beim Rühren rosa wird. Und das muss ich jetzt also auf die Muffins. Hätte ich das jetzt später machen sollen? Scheiße, die Muffins sind noch gar nicht fertig. Wie soll ich denn das jetzt? Fuck, wir müssen nach den Muffins gucken. Die gehen ja hoch. Oh ey, 5 Stunden später und ich muss immer noch rühren. Oh Gott, das wird voll hart langsam. Ich muss Wasser nachgießen. Ja, aber ich habe einen Backpinsel gefunden. Die sehen ja schon richtig siegbar aus. Man skippe die Muffins, period. So, also ich habe noch nie Muffins angemalt. Das soll funktionieren. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Das geht doch niemals. Gottes Willen. Ich brauche beide Hände.